Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende der vierten Staffel und heute bringen wir euch die 12 Fakten zum legendären BWM1. Doch bevor wir anfangen, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Zum 5. Geburtstag von Bavmo gibt es ab jetzt unser streng limitiertes BMW M1 Legend Poster. Als kleines Zusatzspecial haben wir neben dem M1 Poster auch das M1 Mystery Set. In diesem Set bekommt ihr neben dem M1 Legend Poster ein weiteres geheimes und bisher unveröffentlichtes und ebenfalls streng limitiertes Poster von einem ultra seltenen BMW. Und für alle, die unsere vergangenen Poster verpasst haben, aufgepasst, denn wir bieten zum allerletzten Mal Poster aus stornierten Bestellungen in unserem Shop an. Wer sich also noch ein E21, E30, E36 oder gleich alle vier Poster sichern will, sollte schnell sein. Es gibt nur noch sehr wenige Stückzahlen und es ist, wie gesagt, die allerletzte Chance für euch, diese Poster zu ergattern. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Den Link zu unserem Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Also Freunde, los geht's! Der BMW M1 war und ist bis heute der einzige eigenständige Supersportler von BMW. Auch heute, ganze 41 Jahre später, ist noch immer kein Nachfolger für den M1 in Aussicht. Im Jahre 2008 stellte BMW zum 30-jährigen Jubiläum des M1 beim Concorso d'Eleganza am Comersee eine Studie namens M1 Hommage vor. Mit dieser Studie gab BMW der Öffentlichkeit den ersten und bisher einzigen Eindruck, wie ein Nachfolger des BMW M1 ausschauen könnte. Leider blieb es bis heute bei einer Studie. Dennoch gab der M1 Hommage vielen nachfolgenden BMW-Modellen einige Designmerkmale mit auf den Weg. Das BMW-Fahrzeug, welches die meisten Designmerkmale des M1 Hommage übernahm, ist der BMW i8. Der BMW M1 sollte ursprünglich einen V8-Motor aus der Formel 1 bekommen. Aus Kostengründen wurde diese Idee jedoch wieder verworfen. Statt eines V8 bekam der M1 einen 3,5 Liter Reihen-6-Zylinder mit 277 PS und 330 Newtonmeter Drehmoment. Die Rennversion des M1 hatte jedoch 470 PS als Sauger und sogar bis zu 950 PS als Turbo. Diese Werte waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre absolut krank. Von 1978 bis 1983 war der Gruppe 4 M1 der schnellste deutsche Serienwagen aller Zeiten. In nur 4,5 Sekunden beschleunigte dieses technische Wunderwerk von 0 auf 100. Zu dieser Zeit waren auch diese Werte für ein derartiges Fahrzeug schwer zu erreichen. Kleiner Randfakt: Der Gruppe 4 M1 legte auf der Nordschleife eine Zeit von 7 Minuten 55 hin. Zum Vergleich: Im Jahre 2007 umrundete der Porsche 997 GT3 RS die Nordschleife in 7 Minuten 48. Kaum zu glauben aber war, der BMW M1 wurde nur 3 Jahre gebaut. Ein Grund dafür war das Reglement für Fahrzeuge der Gruppe 4. Es mussten nämlich 400 Exemplare in 24 aufeinanderfolgenden Monaten gefertigt werden. Somit reiht sich der Supersportler in die Liste der am kürzesten gebauten BMW-Serienfahrzeuge aller Zeiten ein. In den 3 Jahren Bauzeit hat BMW nur 460 Exemplare des BMW M1 gebaut. Sowohl die Street- als auch die Procar-Modelle wurden alle in Handarbeit hergestellt. Bevor es weitergeht, hier mal eine Frage an euch. Welcher BMW ist für euch die größere Legende? Der BMW M1 oder der BMW E30 M3? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird. Weiter geht's. Die gesamte Karosserie des BMW M1 bestand aus glasfaserverstärktem Kunststoff und wurde, genauso wie das Chassis und das Interieur, in Italien gefertigt. Die teilmontierten M1-Modelle wurden sehr aufwendig von Italien nach Deutschland transportiert, um letztendlich bei der ehemaligen Karosseriebaufirma Bauer fertiggestellt zu werden.
Das 3,5 Liter Reihen-Sechszylinder-Triebwerk, auch M88 genannt, wurde in mühevoller Handarbeit bei BMW gefertigt. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit des M88. BMW setzte beim Triebwerk auf eine Trockensumpfschmierung. Dadurch konnte man den Schwerpunkt des M1 sehr tief halten. Beim M1 Procar zum Beispiel misst der Motor an der tiefsten Stelle gerade einmal 4,6 cm zur Straße. Außen italienisch, innen bayerisch. Der M1 wurde von keinem geringeren als Giugiaro himself designt. Die italienische Designer-Ikone hat auch Fahrzeuge wie zum Beispiel den Golf 1, Audi 80, Ford Mustang und den Lotus Esprit designt. Ein unantastbares Image. Wegen dem legendären M1 blieb es dem E82 1er M-Coupé verwehrt, den Namen M1 zu tragen. BMW war der Auffassung, dass das 1er M-Coupé die M1-Nomenklatur aus imagetechnischen Gründen nicht tragen sollte. Grund zum Schmunzeln, denn das 1er M-Coupé hat BMW imagetechnisch alles andere als geschadet. Kunst auf vier Rädern. Der legendäre amerikanische Pop-Art-Künstler Andy Warhol nahm sich der Außengestaltung des M1 an und machte aus seinem M1 Procar ein M1 Artcar. Was viele nicht wissen, BMW nahm 1979 mit dem echten, von Andy Warhol bemalten M1 Artcar am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Der M1 war für BMW wirtschaftlich ein großer Misserfolg. Das lag sehr wahrscheinlich am Preis des Supersportlers. Dieser betrug nämlich 113.000 Mark. Viel Geld für damalige Verhältnisse. Jedoch konnte BMW die Preise nicht lange auf diesem Niveau halten. Aus ursprünglich angepeilten 800 Einheiten wurden schließlich 460. Deswegen musste BMW die Fahrzeuge teilweise für unter 90.000 Mark rausverkaufen. Ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass der Wert eines M1 heute bei rund 800.000 Euro liegt. Aber jetzt seid ihr dran, Freunde. Was sagt ihr? Findet ihr nicht auch, dass BMW langsam mal einen Supersportler auf den Markt bringen sollte? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Wir freuen uns drauf. So, Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann es jetzt in der Endcard tun. Vergesst auch nicht, unseren Shop und unsere Social-Media-Kanäle zu besuchen. Also, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eure BAVMO-Crew.